Wir haben überhaupt keine Vorurteile. Ich? Noch nie. Wo soll denn das sein? Weißt du es noch? Aha. Saugutes Gefühl. Was? Ich muss bis 2028 warten, bis Sie sich bequemen, um mir eine Wärmepumpe einzubauen. Ja, Fachkräftemangel. Wenn ich noch länger mit Ihnen rede, dann bekomme ich eine Körpertemperatur, mit der kann ich meine ganze Nachbarschaft selber heizen. Es ist doch... Sag einmal, ich habe ein bisschen den Eindruck, dir liegt was am Herzen. Ja, 5 Jahre auf einen Installateur warten. Okay, weiter. Ja, das ist verdächtig kurz. Kann schon sein, dass da was nicht stimmt. Ja, hast du schon angefragt wegen einer Wärmepumpe? Ja, natürlich. Ein Anruf, 14 Tage. Was? Ja, aber hast du Beziehungen oder ein Wärmepumpenfachmann? Der kommt doch nicht innerhalb von 14 Tagen. Nein, vom Kommen ist ja nicht die Rede. Aber er hat gesagt, wenn ich ihm 14 Tage Maledivenurlaub bezahle, könnte sie überlegen, ob er nicht zeitnah beim Einbau telefonisch assistiert. Und dann hab ich wahrscheinlich zu niedrig gepokert, weil ich hab ihm bloß meinen alten VW Golf und 14 Tage in meiner Hütte am Stettner Weiher angeboten. Nein. Der Maledivenurlaub war nur eine Zusatzleistung. Weil ich hab seinem Sohn in München eine kleine Einzimmerwohnung angezahlt. Ah, das ist raffiniert. Also am Installateur musst du halt einfach heutzutage auch wirklich was bitten. Ja, aber es kommt doch noch besser. Diese ganze Bestecherei war so teuer, ich hab mein Haus verkaufen müssen. An wen? Ja, an den Installateur. Ja, und jetzt? Ja, morgen baut er die Wärmepumpe ein. Na also, geht doch.